Stefan, hast du dein Handy mit auf dem Platz? Ja? Dann nimm mal ab. Du kannst ja seit letzter Woche wieder von zu Hause aus krank melden. Ich übernehme das gerade mal. Mann, ey. Gute Besserung hier an Serge Gnabry. Kack-Coronavirus. Gibt's bei uns in der Mannschaft nicht, weil unser Spiel ist gebaut auf Abstand. Angesteckt wird sich auf dem Platz bei uns höchstens eine Kippe. Und von innen wird auch mal gut desinfiziert. Andi, bei deinem Gegenspieler. Wie wenn du vor der Kneipe stehst. Geh doch mal rein da. Geil bei dem Douglas Costa gegen Bielefeld. Freistoßtrick. Achtung, der legt sich hinter die Mauer mit dem Gesicht und der Familienplanung direkt zum Schützen. Kennt ihr den oder was? Erinnert mich an unseren Patrick. Patrick! Elfmetergott. Hat eine Quote wie eine Lottoziehung. 6 aus 49. Pokal, Achtung, der Patrick geht an den Punkt, der Torwart sieht, dass der Patrick sich da hinstellt, dann setzt der Torwart sich breitbeinig mit dem Pilzkin an der Eckfahne. Den Patrick läuft an, schießt, Außenriss, das Ding hinten an der Eckfahne, unbezahlbar. Hier, legendär. Andi, komm, kleines Quiz. Was haben ein Hardcore-Fußballfan und eine Damenbinde gemeinsam? Always Ultra. Wie auf Schalke, ey. Da haben den Ultras die Spieler und die Verantwortlichen nach dem ersten Punkt der Saison antreten lassen, um den allen mal eine Rede zu halten. Das Derby ist das wichtigste Spiel im Jahr. Ihr geht da raus und gebt alles. Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie gegen Union Berlin, dann sehen wir uns wieder. Dann wird es aber nicht so friedlich. Ist das angekommen? 200% von jedem. Für Schalke. Auf geht's. 20 Spiele ohne Sieg und dann so viel Mühe für so eine lange Rede. Ey. Das muss echt Liebe sein. Ich glaube, dem Baum hat mitgeschrieben, ne, damit er in der Kabine mal wieder was zu sagen hat. Hermann! Holst du den Ball heute noch einmal aus dem Netz? Dann machen wir ab nächste Woche einen Angelschein. Und Dortmund in der Champions League. Ne? Die haben auch gelernt, dass Immobile nicht nur ein Haus ist, wo man drin wohnen kann. 2014-15 hat der Immobile da gespielt. Ne? Ich glaube, weiß gar nicht, wie viele Treffer. Jetzt Europas bester Torschütze in der Serie A mit 36 Treffern. Grüße gehen raus an Mario Götze. Männer, wisst ihr, warum ich so viel Klopapier hamster? Weil ihr so kacke spielt. Boah, wenn ich mal ein Spiel auf der Bank sitzen habe, dann ist das schon Luxus. Deswegen, ja, wieder keiner da. 8 Spieler auf dem Platz, ne? Aber in Leipzig, Upamecano und Co. lassen sich dann Friseur aus Paris anfliegen im Privatjet. Kosten 8.000 Euro. Meinen letzten Haarschnitt hat mein Gudrun zu Hause gemacht nach unserem letzten Heimsieg. Merkst selber. Und noch eins, ne? Bevor ich 50 Euro gegen Max Kruse in irgendeiner Shisha-Bar in Berlin verzocke, lege ich das Geld lieber bei sportwetten.de an. Das ist jedenfalls safe. Aki! Du bist dieses Jahr auf der Weihnachtsfeier der Weihnachtsmann! Du kommst auch noch einmal am Jahr und gehst hier allen auf den Sack. So, komm, Männer, letzte Minute. Schön dicht machen hinten jetzt. Komm. Und. Dem war so klar. In der letzten Minute noch einen gefangen, ey. Mann! Komm, Schiri, pfeif ab die Scheiße da, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Uwe, kurz zum Spiel. Willst du den Rest der Saison weiterhin ohne kreatives Mittelfeld spielen? Junge, wenn man keine Ahnung hat, ey, dann soll man vielleicht mal die Schnauze halten. Jetzt mal die Kamera aus. Ja, aber. Junge! Kamera aus, hab ich gesagt. Uwe, wenn... Guck mal, stell deine Ollen zu Hause Fragen. Das interessiert mich eine Scheiße hier. Was stimmt eigentlich mit dir nicht? Guck mal, kannst du tanzen? Dann tanz ab! Tanz ab! Oder soll ich mich bei Let's Dance anmelden, oder was? Kamera aus jetzt!